Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist Sonntag, das heißt, Essens Kochstream bei Chong. Auch ohne Tati geht das Format weiter. Nur ich muss jetzt noch was besorgen. Hatte Chong gestern nicht mehr geschafft. Mayo hat er vergessen zu kaufen. Ich habe es gestern Abend auch nicht mehr geschafft. Kuss geht raus an Chong, dass er das übernommen hat, die Verantwortung und das Organisieren, weil ist ja nicht selbstverständlich. Normalerweise macht das Tati und ich hätte es halt gemacht gestern Abend noch, hätte ich mich stressen müssen, nach Hause kommen und dann irgendwann um 19 Uhr irgendwas noch schnell alle Sachen kaufen. Aber Chong hat glücklicherweise dann gemeldet, yo Jungs, ich habe das gemacht, ich habe alles besorgt, kommt morgen vorbei. Also Kuss geht raus, weil Tatis Ausfall bedeutet ja natürlich nicht nur, dass er jetzt vor der Kamera ausfällt, sondern auch hinter den Kulissen die Verantwortung, die Sachen, die er übernommen hat, die mich entlastet haben. Heißt ja, mehr Stress für mich jetzt ohne Tati. Weil wer macht es sonst? Deswegen zum Glück hat Chong jetzt ein bisschen Verantwortung übernommen und Kuss geht raus. Jetzt schnell die Mayo kaufen, sonntags am Ostbahnhof sind die Läden offen, zum Glück. Noch eine Mayo. Fresh. Danke dir. So. Machen wir euch auf, Leute, in den Stream. Leiden. Wir sind live, auf geht's, Leute! So, was geht ab, Leute? Heute kochen wir was ganz, ganz Einfaches. Für jeden machbar zu Hause. Es geht auch ganz, ganz easy. Ich glaube, jeder hat das einfach zu Hause. Wir machen heute so ein Toast-Sandwich. Ja, mit ein bisschen Big Mac-Soße. Alter. Hört sich schon gut an. Ist auch eigentlich easy zu machen. Ja, habe ich von Tati gelernt. Und ich würde sagen, starten wir mal. Ja? Also das Erste, was wir machen müssen, ist die Soße. Ja, weil die muss doch ein bisschen ziehen. Aber wir lassen das dann ungefähr 20 Minuten im Eisschrank dann abkühlen und ein bisschen ziehen lassen und dann bereiten wir die Patties und so vor. Also, muss ich mit dem Dings drüber? Ja, warte hier. Also was wir eigentlich echt brauchen ist... Stream. Ihr dürft auch zuschauen. Also was wir eigentlich brauchen, das könnt ihr in jedem Supermarkt kaufen oder auch selber machen. Ja, das sind so Burger Patties. Ja, vom Rind jetzt hier. Habe ich jetzt vom Pennymarkt einfach schnell gekauft, auf die Schnelle, weil... wir leider nicht so viel Zeit hatten gestern noch und Hackfleisch und so gab es dann auch nicht mehr. Und deswegen habe ich jetzt einfach Burger Patties gekauft. Ansonsten könnt ihr Hackfleisch und sowas selber machen. Und ich glaube auch jeder sowas zu Hause hat, ist so Sandwich-Toast. Ja, ihr könnt auch gerne so Burgerbrot kaufen. Aber ich glaube Sandwich-Toast hat jeder zu Hause schon gehabt. Also müsst ihr nicht unbedingt Sandwich-Dings kaufen. Salat hat auch glaube ich jeder zu Hause. Wenn nicht, könnt ihr auch anderen Salat nehmen. Rucola-Salat, Feldsalat, was auch immer, was euch schmeckt. Und... Schmelzkäse. Darf auf keinen Burger führen. Käse. Ansonsten, Essiggurken habe ich immer zu Hause. Ja, Ketchup, Mayo, ein bisschen Senf. Und wenn ihr jetzt also auch sowas habt, Paprika edelsüß. Wenn ihr es nicht habt, ist auch nicht so schlimm. Würde ich sagen, fangen wir mit der Soße an, oder? So. So, als allererstes tun wir ein bisschen Mayo rein. Ja. Für euch alleine braucht ihr nicht so viel und ich habe noch nicht so viel, 4-5 Personen gemacht. Deswegen schauen wir mal. Ja, ein bisschen Ketchup rein. Darf nicht fehlen. Aber aufpassen, dass ihr nicht zu viel Ketchup rein tut. Ja, das ist eigentlich nur für den Geschmack. Und dann. Geht das auch noch so? Das ist ja nur so. Nimm mal ungefähr ein Löffel Senf. Senf dürft ihr auch nicht so viel reintun, weil sonst wird es dann, schmeckt das Ganze nach Senf. So. Dann ein bisschen Paprikapulver noch rein. Das darf auch nicht fehlen. Also Paprikapulver ist in jedem Big Mac Soße drin. Das könnt ihr sogar hinten irgendwie nachlesen. Okay. Ja. Habe ich nicht gewusst. Und dann, eigentlich tut man jetzt so ein bisschen Essig rein, so Weinessig, aber wir haben jetzt nichts dabei, weil ich wollte auch keine ganze Flasche kaufen jetzt für das hier. Deswegen tun wir ein bisschen von das hier rein. Das war's. Okay. So, und jetzt verrühren wir das alles. So, jetzt haben wir noch so Essiggurken ein bisschen reingetan, so klein geschnippelt. Aber es ist noch zu wenig. Jetzt noch ein bisschen mehr. Eins, zwei rein. Eins im Chat, Leute, wenn schon gute Arbeit leistet. Du
bist der andere da. Du bist dieser, der Braune, der Konkurrent von Soma. Der mit den Gerüchen. Eo Yukiya, Shisaku wa sundere no ka? Yubi de fukai kaori, kyoretsu na spicy sa ni amazuppa sa. Das tun wir, müssen ein bisschen abschmecken, ja. Und noch ein bisschen zu viel Mayo. Muss noch ein bisschen Ketchup reintun. Ja, vergiss nicht abzuschmecken, Leute. Weil wenn ihr einfach so macht, wild drauf losmacht, kann es sein, dass es vielleicht dann nicht schmeckt. Also die Soße ist erstmal schon fertig. Ein bisschen dickflüssig noch. Mhm. Tun wir jetzt in den Eisschrank, damit es ein bisschen abkühlt. Ja, okay. Normale Masse lässt ihr das ungefähr einen Tag vorher. Also das ist das Beste, wenn ihr so einen Tag vorher im Kühlschrank, so 12 Stunden im Kühlschrank. Bisschen ziehen lassen. Ein bisschen dicker werden lassen. Aber wir tun es einfach mal in den Eisschrank jetzt und hoffen, dass es später nicht mehr so flüssig ist. Und für jetzt machen wir die Patties einfach und jetzt das Toast. Dann ist es wieder auch schon fertig. Was steht jetzt uns noch so an? Fleisch ist fertig. Jetzt machen wir noch gleich, wir können auch ein bisschen die Toast bis zum Westen. Ja. Wir machen es einfach in der Pfanne, ein bisschen Butter an, ein bisschen Butter drauf, ja, ja. In die Pfanne rein, damit es schön knusprig wird. Und dann kommen wir Patties drauf und fertig aus. Saftig, saftig, saftig. So, wir nehmen jetzt einfach das Toast, ja, ein bisschen Butter reingeschwenkt. Ja. Machen wir auf Stufe 1. Und tun wir noch ein bisschen rein. Schön warm wird. So, hört ihr das? Hat so eine schöne Kruste. Perfekt. Ein bisschen Buttergeschmack. Ah, lieber Gott, ey. Ich bin gespannt. Sehr, sehr gespannt. Oh mein Gott. Bisschen zu viel gelobt, zu viel gehypt. Gerade nicht aufgepasst, Alter. Stufe auf 3 eingestellt. Ich dachte, ich hatte auf 1. Aber das ist halb so wild. Geht schon noch. Geht schon noch. Ein bisschen knusprig. Das ist perfekt. Ja, ja, geht schon noch. Es geht los. Dann tun wir erstmal noch. Seht ihr was? Ja, ja, ihr seht schon. Dann tun wir noch ein bisschen Zwiebeln dann drauf. So, schon ein bisschen Zwiebeln. Oh, lecker, softig. Dann tun wir noch schön Salat drauf. So. Dann nehmen wir so einen geilen Patty. Ja. Es raucht noch, seht ihr das? Ja, softig. So, und dann könnt ihr auch noch diese Toastscheiben nehmen. Aber ihr könnt auch alles andere aufnehmen. Aber ich finde, Schmelzkäse schmeckt am geilsten auf dem Big Mac. Ja? Dann. So, dann nehmen wir die zweite Dings hier so drauf. Boah, softig. Und so, und das gleiche Spiel machen wir jetzt hier oben nochmal. Boah, schaut, wie es raucht, Alter. Softig. Gänsehaut, Digga, Gänsehaut. Wir noch ein paar Essiggurken auch noch mit drauf. Sugoi! Ein paar Essiggurken, wie beim Big Mac darf er nicht fehlen. Und da dann softiges. Voila! Ey, voila, meine Gott, Alter. Ist voila, die Walsche, ja. Softig. Oh, yes. Und fertig haben wir ein Big Mac Sandwich. Geil! Geil oder geil? Ihr könnt auch Doppelkäse drauf tun, wie ihr gerne wollt. Ich könnte noch ein paar Türme drauf machen. Ja, geht das echt geil, ne? Danke, Baby. Geil. Geht das echt geil, Leute. So, Leute. Das ist er. Stream, schaut's mir nicht beim Essen zu. Warte. Ich beiß jetzt rein. Ich will nicht, dass ihr mir zuschaut, wie ich da reinkleckere. Wobei, eigentlich seid ihr ja dafür da. Hier, für euch. Okay, das ist schon ein fetter Ausschnitt, Mann. Schmeckt mächtig. Und ich schmeckt auch. Perfekt. Krass. Gut. Zu Hause schnell gemacht, geht immer. Habt ihr schon mal einen Asiaten gesehen, der sein Big Mac Sandwich mit einem Löffel isst? Hat da schon zu viel runtergefallen. Kann man so schön verteilen und dann so schön löffeln.
So, letzter Bissen. Mein gut gemacht von John. Respekt. Eine gute Vertretung für Tati. Da mein. Gibt es abschließende Worte zu deinem Essen, John? Schon echt heftig. War echt mächtig, Mann. Echt mächtig, ich kann selber nicht mehr, aber ich esse es noch zu Ende. Aber hat super softig geschmeckt. Ja, kann ich auch, kann ich nur zustimmen, war echt lecker. Guter Ersatz für Tati für die paar Wochen jetzt auf jeden Fall. Respekt!